Um diese trigonometrische Gleichung zu lösen, werden wir versuchen, sie auf Grundgleichungen zurückzuführen. Die drei trigonometrischen Grundgleichungen sind Sinn gleich Sinn, Cos gleich Cos und Tangens gleich Tangens. Ihre Auflösungen werden genauestens im Tutorial D5.029 erklärt. Hier haben wir Cosinus von x und da steht Sinus Quadrat von x. Es ist also kein Problem, Sinus Quadrat von x in Cosinus zu verwandeln, denn durch die Grundformel der Trigonometrie wissen wir, dass Sinus Quadrat von x genau dasselbe ist wie 1 minus Cosinus Quadrat von x. Jetzt verteilen wir noch diese zwei, so führt das zu dieser Gleichung und wir stellen fest, dass diese zwei sich mit dieser 2 wegstreicht und somit erhalten wir diese Gleichung. Hier können wir jetzt Cosinus von x ausklammern und erhalten so ein Nullprodukt. Das Produkt von zwei Faktoren ist 0, dann und genau dann, wenn der erste Faktor 0 ist oder wenn der zweite Faktor 0 ist. Wir haben also hier zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit beschreibt, dass der erste Faktor 0 ist. Cosinus von x gleich 0, diese trigonometrische Gleichung, führt sofort zur Grundgleichung cos gleich cos, denn 0, das ist dasselbe wie der Cosinus von Pi halbe. Hier haben wir also die Grundgleichung cos gleich cos, die so gelöst wird. Wir deuten, Cosinus vom ersten Winkel ist Cosinus vom zweiten Winkel, dann und genau dann, wenn der erste Winkel plus minus der zweite Winkel ist, plus k mal 2pi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Diese Lösungen sind sofort im trigonometrischen Kreis abzulesen. Also hier führen diese Lösungen sofort zu x gleich plus minus pi halbe plus 2kpi, wo k eine ganze Zahl darstellt. Jetzt schauen wir den zweiten Faktor. 2 cos x minus 1 ist 0, dann und genau dann, wenn Cosinus von x ein halbes ist. Und auch diese trigonometrische Gleichung können wir sofort auf die Grundgleichung cos gleich cos zurückführen, weil ein halbes genau der Cosinus von Pi Drittel ist. Somit haben wir diese Grundgleichung, lesen hier die entsprechenden Lösungen ab und deuten, x ist gleich zu plus minus Pi Drittel plus k mal 2pi, also plus 2kpi. Diese Lösungen zeichnen wir alle in den trigonometrischen Kreis ein, um zu sehen, ob man sie noch kürzer fassen kann. Plus minus Pi halbe plus 2kpi, das ist da und da. Plus minus Pi Drittel plus 2kpi, das ist da und da. Diese Lösungen kann man aber nicht kürzer fassen als so, also stecken wir sie in die Lösungsmenge hinein und vergessen nicht zu erwähnen, dass k eine ganze Zahl sein muss. Und somit ist unsere trigonometrische Gleichung gelöst.